Unter dem Motto des Eifel-Verlages Wandern genießen beschreibt der Autor Hans-Peter Pracht den Arschsteig in 9 Etappen entdecken. Wichtige Vorinformationen zu jeder Etappe listet er von Anfahrt, auch mit dem ÖPNV, bis Taxi auf, die durch kleine Übersichtskarten ergänzt werden. Mit liebevollen Beschreibungen zu sehenswürdig, wissenswert und interessant am Wegesrand würdigt der Autor jede Etappe. Ein Buch, das viel Nähe zur Natur vermittelt, ohne die Etappenführung zu vernachlässigen. Die bekanntesten Orte dieser Region sind ohne Zweifel Maischoss, Dernau, Waldborzheim. Aufmerksamkeit im gleichen Maße verdienen aber auch die kleineren Orte am Arschsteig, deren Werte Idylle und Natur sind, statt Ausflugsbetrieb. Um diese Kleinode vorzustellen, beginnen wir mit der Etappe 2, Freilingen-Armberg-Eichenbach. Der Freilinger Stausee, in dessen Nähe ein Campingplatz und Feriendorf liegt, ist ein Freizeitgewässer für den Wassersport. Der erste fantastische Eifelblick mit rund 20 Kilometer Aussicht bietet sich vom Hühnerberg in Lommersdorf an. Die strategische Lage veranlasste die Herren von Arenberg 1166 eine mächtige Burg auf dem Vulkan Aremberg zu bauen. Als die Burg 1679 infolge des Friedensabkommens von Nijmegen von den Soldaten verlassen wurde, wollten französische Truppen dies zu einem 3000 Mann starken Stützpunkt ausbauen. Das scheiterte an einer misslungenen Sprengung, bei der der Brunnen beschädigt wurde und das Wasser versiegte. Jetzt ist Armberg ein verträumter Ort mit wunderbaren Ausblicken in die Eifel. Von diesem führt der Weg bergabwärts ins Tal von Eichenbach. Frei von touristischem Trubel anderer A-Orte fühlt man sich hier sehr nah an der Natur. Die kleine Kapelle auf der Anhöhe lädt zur Rast ein und das Landgasthaus bietet ein Nachtquartier. Dort wird man auch gerne die Geschichte vom Blecke Fritz erzählen, der wegen der Obrigkeit ausgezogen war.